So, okay, jetzt bin ich wieder dabei. Ich habe mich irritiert, dass kein Wasser da war. Ach so, da kommen die Monster an und warum ruckelt denn das heute hier bei mir? Das ist doch Ja, bei mir aber auch. Kuckuck. Kommt ihr da runter? Nee, geh. Außenrum. Ach so, ich wollte mich mal schreddern lassen. Musst du die Leiter hochklettern. Ach Und da, okay. hier in der Kiste ist dann das Zeugs drin, was ich bisher gesammelt habe. Okay, das musst du aber noch von Hand in die Kiste reinpacken, Ja. So eine Automatik habe ich noch ja? nicht gefunden. Gibt's noch nicht, nee. Okay, und Hast du noch die Glasscheibe rein? Kakteen hast du hier für die Spinnen, oder Für was? die Spinnen, ja. Okay. Weil die nicht unbedingt in die Lava reingehen. Ja. Ja. Oh, ich hätte noch mal eine Idee für deine Sachen. Kannst du nicht. Achso, die Kakteen kannst du nicht auf so einen halben Stein draufsetzen, ne? Die gehen nur auf Sand. Die gehen nur auf Sand, ja. Weil du kannst ja so diese halben Steine Ja, aber dann doch steht auch. da doch trotzdem noch den halb in der Luft, oder? Ja, das meinte ich ja, dass du die Sachen unten drunter durchspülen kannst, aber diesen Ja. halben Stein quasi reinsetzt. Mhm. Aber naja, gut, wenn es nicht geht, geht's nicht, ne? Ich mach mal jetzt die Wassersperre da weg, dann kann Ralf das mal sehen, wenn Wasser läuft. Ich habe Kohle Das war auch eine gefunden. Arbeit mit der Strömung, ey. Das ist so schlimm, die Wasserströmung zu berechnen oder halt irgendwie. Wasser. So, ich mag hier schnell zu. So. Hast du hier immer noch einen Glasblock dabei? Nein. Ich habe, glaube ich, auch keine mehr in der Kiste oben. Warum läuft das Wasser jetzt nicht? Das läuft Hat da einer genau bis zum ein Ende hierhin. Ach, ich habe Loch das Ding hier hinten zugemacht? zugemacht, ja. Nee, das muss auf. Au, geh weg. Nur in der Ecke, nur Wer haut denn rechts. mich? Nur rechts, Geh der weg. eine darf auf. Jetzt kommt das Wasser. Ah ja. Und jetzt müsste die Strömung. Ist nämlich nicht so einfach, die Strömung dazu berechnen. So, jetzt mache ich mal hinten auf, dann könnt ihr zugucken, wie die denn hier geschreddert werden. Ihr könnt ja Allerdings hier brauchen wir stehen doch noch bleiben. eine Glasscheibe. Beziehungsweise Okay, einen Block. wir Ach so, warten ja. erstmal. Besser wäre es, ja. Weil Mal neben den gucken. Kaktus ging die Scheibe nicht hin. Da brauchen wir wahrscheinlich einen Block dann von dem Glas. Guck mal schnell. Sand habe Da ich hinten hier. sieht's bei mir aus wie im Kino. Irgendwas sehe ich da laufen oder so. Keine Ahnung. Mach mal schnell. Hast du einen Ofen hier unten? Glas. Ja. Oh, da hinten ist aber ganz schön viel los. Ach, das sind schon die Monster. Ach, die kommen da nicht durch, die Monster. Diese ist jetzt noch eine Sperre reingemacht Ach, vom Olli. ich dachte, da vorne hat jemand. Das sieht so aus, als wenn ich hier bei mir aus dem Fenster rausgucke. Der Nachbar gegenüber der guckt über an seiner Wand, guckt der Fernsehen, der hat so einen Beamer drin stehen und das sieht da jetzt gerade genau so aus. Du siehst da hinten praktisch irgendwo so schemenhaft sich irgendwas bewegen. Aber das sind Ja. ganz schön viele, ja. Kommt die jetzt? Kommt die jetzt? Gla Nein, noch nicht. Ich mache erstmal noch Glas rein. Da, zack. Ach! Was hast Warum du geht denn das hier? nicht? Kaktus neben Glas geht nicht. Anscheinend. Aber ich hatte da vorher auch eine Glasscheibe oder. Ach, eine Da war der Kaktus Glasscheibe eins geht. tiefer. Eine Glasscheibe geht komischerweise. Neben Kaktus? Ja, war doch vorher. Also nochmal Glas holen und eine Glasscheibe machen. Aber der Ding war Wie viel ja eins tiefer gesetzt vorhin, der Kaktus. Glas braucht hier eine Glasscheibe? Vier Vier oder oder sechs? sechs? Ja, entweder oder Ja, vier. toll. Ach nee, hier habe ich. Vier oder sechs, wa? Ja. Hat jemand Sand dabei? Also, Klemmung. Was haben wir? Sand. Ich hab Sand. Ich habe noch neun. Wir können doch einfach erstmal einen Also, Steinklotz setzen. ja, dann seht ihr nicht so viel. hier zwischendrin, immer wenn ich hier die Treppe runtergehe, habe ich extreme Ruckler. Hier. Ach, da ist. Naja, da fehlt ein Stück Treppe. Das müsste noch eingebaut werden. Und deswegen sind die Ruckler? Nee, Weiß ich glaube ich nicht. nicht. Die habe ich aber auch, wenn ich da rumlaufe. Das hat wahrscheinlich, weil da ist auf dem Monster rumstehen. Oh, pass auf, das mit der Treppe Vermute ich jetzt probiere ich mal. mal. Ich habe nämlich eine Treppe dabei. Pass auf. Also, du kannst vergessen, da irgendwas hin neben dran zu setzen, weil ich habe mal Stein aus Spaß hingesetzt und dann haut es den Kaktus auch weg. Ja, aber ich hatte doch Okay. vorher was da. Ja, und da. Okay, ist mit der Treppe, daran Moment, liegt's nicht. probieren wir's.
wir nicht noch irgendwas hinsetzen, was nochmal Schaden macht, irgendwie von der anderen Seite? So, mal gucken. Ich hatte doch hier... Ja, hier steht... Ich hatte doch hier eine Glasscheibe. Hä? Hatte ich die davor? In dem Ding? Nee. Aber davor wird es Sinn machen. Da kommen dann keine Monster durch. Ja, aber da hatte ich es nicht. Nee, du hattest es schon auf der Ecke, aber wenn du da den Kaktus hinsetzen willst, dann geht's nicht. Ich glaube, davor hast du nur eine Steindecke. Du hast doch eine Steindecke tiefer gehabt. Ein Block Stein, dann unten Kaktus und der Sand war ach, unten. Ja, klar doch. Und wenn ich unten den mache, das Wasser nicht. Ja, das war klar. Ah ja. Hm. Wieso willst du dann einen Glasblock hinmachen? Dann machen wir die Glasscheibe. Gehen wir weg. Da, zack, machen wir die hier hin. Ja. Geht doch. Aber dann kommt das Wasser nicht. Nee, unten ist nicht, ja. Also machen wir. Na gut, hier oben kannst du wahrscheinlich auch einen Glasblock hinbauen. So. Passt. Bitte öffne die Sperre. Yep. Öffnen. Die Show beginnt. Kino. Muss man noch Eintritt kassieren jetzt hier? Ich habe mir mal was vorbereitet. Olli wieder, der ist glaube ich echt langweilig. Aber sau cool, weil so eine Schreddermaschine habe ich noch nie gesehen vorher. Wie viele Etagen hatten dein Monster, deine Monsterfalle? Eine nur, wa? Achtung, jetzt kommt ja. Da kommt sie. Oh, geil. Unterbremse, jawohl. Jawohl, da geht's ab. Wow. Jetzt müssten sie nur noch XP-Punkte fallen lassen, dann wär's perfekt. Ja. Das wäre noch die Krönung. Wie hoch hast du denn den Mond? Ist da gerade was explodiert? Der ja, der Raum von der Monsterfalle, wie hoch der hast du den gemacht? Drei hoch? Ja. Bei drei hoch hast du halt die Gefahr, dass da drinnen Endermen spawnen. Sollen sie ja. Ach so, und könnt ihr also noch da runterfallen, ja? Braucht ziemlich lang, bis sie kaputt ist. Alles ist drei hoch, also so, dass die Endermänner auch da lang können. Okay. Jungs, wir hatten den Kaktus vergessen wieder reinzusetzen. Der stand da, der ist jetzt plötzlich weggegangen. Ah ja. Irgendwie ist er kaputt gegangen, ja. Ach, bei der Glasscheibe ist jetzt noch nee. Du hast ihn wahrscheinlich einstecken. Ja, wegen der Glasscheibe. Andi, guck mal, du hast ihn bestimmt in der Tasche. Der schwebt da oben noch rum. Ach so, der hängt noch da. Also die Spinne kommt mir gefährlich nah. Ein Haushalt. Da muss ich jetzt das Glas zerbrechen. Nee. Wenn du so klein bist wie... Oh, ich hab X... Hast du die XP-Punkte jetzt bekommen? Aua! Frechheit. Oh, ich weiß nicht, alles einsammeln. Das war doof. Bei irgendeinem... Bei irgendeinem Glasblock ist der Ding losgegangen. Ich glaube, das lag an dem Glasdings, was hier unten, hier genau da vor dem Block gemacht hat. Daran lag es. Ist der Bogenschütze angeschossen? Nee, ich glaube, Andi hat wieder geschlagen. Ach so. So, jetzt kann man sich hier unten hinstellen, genüsslich sein Brot essen und gucken, wie die Monster sterben. Muss den Kaktus wieder unten hin machen. Der kommt dich an. Ah, ich hab ihn. Danke. Blub, ja, du kannst doch jetzt einfach oben hinstellen, Achtung. Das ist doch kein Ding. Es braucht wieder. Wo ist mein Sand? Ich hab den, warte. Soll er wieder dahin, wo er war? Den da rein, ja. Bitte. Jetzt ist er da drin. So, okay. Nee, unten. Unten rein. In das Loch, was da war. Ja, hab ich noch reingestellt. Ja, genau. Achso, hast du zwei hingemacht, ne? Ich hatte nur einen. Ich Andi. Ich krieg nasse Füße hier. Kann ich mir immer das Wasser ausmachen? Jetzt. Danke. Nasse Füße. Au. Ja, ich muss neue Scheiben reinsetzen. Wo halt denn meine... Och, da sind die Glasscheiben. Die sieht man immer nicht. Ja, die sind durchsichtig. Sieht man immer nur die Zahlen. Das schaut doch schön aus. Ja. Aber wie hast du gesagt, wenn die Teile, die oben die drüber kann man bauen. Ah, ja. Über die Kakteen kommen, dann ist nicht irgendwie. Wieso hast du es kaputt gemacht? Weil ich dann Block hinmache, so. So war es vorher auch. Ja.
dich denn da? Ich war das. Warum denn? Weil ich die Glasscheibe kaputt machen wollte. Warum? Wie viele Steine hast denn du jetzt gefarmt? Ey, jetzt gab's Erfahrungspunkte. Ja. Die hab ich gemacht. Kann man hier von den Cobblestones was mitnehmen nach oben zum Bauen vom Haus? Welche Cobblestones? Hast du nicht irgendwo Cobblestones? Oben in der Kiste halt Cobblestones. Oben, ja, kann man da was mitnehmen? Ja, klar doch. Muss nur aufpassen, da sind auch diese bemoosten Steine drin. Mm. Die will ich behalten. Oh. Die nehme ich mir schnell raus. Man kann ja mittlerweile auch Truhen bauen, auf die man nur selbst Zugriff hat. Aha. Diese Ender-Truhen heißen die. Ender-Chest. Und zwar baust du die aus Obsidian anstatt dem Holz und in der Mitte sitzt ein Enderauge. Mhm. Und das ist dann praktisch eine Truhe, auf die nur du Zugriff hast. Wenn dann jemand anderes reinschaut, sieht er nur die Sachen, die er reinlegt. Ist ja cool. Also es ist je nach für die Benutzer separiert abgespeichert. Das ist cool. Du kannst die Truhe, wenn du irgendwo anders dann nochmal eine Truhe baust, hast du da auch Zugriff schon auf das Zeug, was du da schon mal reingelegt hast. Also egal wo die andere Truhe steht dann. Was brauchst du jetzt dann dafür alles? Na, Obsidian. 8 Stück. Also außenrum Obsidian und in der Mitte so ein Enderauge. Ach, das sind diese blauen Teile, oder wie? Ja, die so aussehen wie so ein Schlangenauge. So, habt ihr jetzt eigentlich das alles von den Monstern eingesammelt oder droppen die so wenig? Die droppen recht wenig, aber das kann auch an den Kakteen liegen. Wie gesagt, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aber es droppt auch nicht jeder was. Oh, ist ja ganz schön versteckt hier. Oh, hinten kommt jetzt wieder eine ganze Armada an Monstern. Ja. Und man muss hier halt auch immer rumstehen und das einsammeln. So, jetzt mache ich es mir. Blöd ist, dass ich das nicht beobachten kann. Ob das da kaputt geht, ich muss da mal Glasscheiben einbauen da. Die kommt fast durch hier, die Spinne. Ja, das sieht immer so aus, ja. Naja. So, das Gammelfleisch hat mir gerade Ralfi erzählt, das essen echt die Hunde? Was? Gammelfleisch. Das Gammelfleisch? Mhm. Das kann man den Hunden zum Füttern geben. Probier's doch mal aus. Hast du nicht nur? Also, ich kenne mich doch hier nicht aus. Das weiß ich auch nicht. Dafür gibt's Wiki. Ja. Minecraft Wiki. Minecraft. So, warte mal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ach, das ist unter der Lava. Scheiße. Na, mal hier. Was machst du denn? Glasscheiben einbauen. Ach, zum Gucken. Zum Beobachten. Das ist ja toll. Warte, jetzt wieder die Glasscheiben. Ah, schlimm. Hier. So, ich paddel hier mal wieder rüber zu unserem Haus. Wo ist Ralphie? Ich bin gerade wieder auf dem Weg rüber zur Monsterhütte. Von der Monsterfalle zur Monsterhütte. Mittlerweile habe ich auch rausgefunden, wie man die Treppen aus diesem anderen Stein baut. Und zwar musste diesen anderen Stein, den musste erst machen aus 4 gebrannten Steinen. Da kommt dann so ein Brickstone raus. Ich glaube, Bricks heißen die. Und aus denen kannst du dann wieder Treppen machen. Abgestürzt. Toll. Wer hat denn da... Olli, du hast Schilder gebaut und eine Schallplatte? Nein, die habe ich gefunden. Was du alles findest? Ich habe doch den einen Spawnpunkt da gefunden und... Da war das drin. Hört sich nicht gut an. Da hat sich... Kam gerade Wasser... aus dem Loch, was ich gerade gebuddelt habe, um hier durchzugucken. Hinter mir hat sich gerade so ein Tier angeschaut. Jetzt sehe ich aber nur einen Kaktus. Ah ne, da sehe ich beide. Jetzt kann ich beobachten, ob das da kaputt geht. An dem Kaktus. Ach, der andere ist ja auch noch so hoch. Hm. Muss ich den runtersetzen? Bevor wir den wirklich runtersetzen? Nicht. Das passt doch, oder? Oh, ich hab keine. Würde ich mal gerne, dass ein Item lang fließt, damit ich sehen kann, ob das kaputt geht an dem Kaktus. Soll da irgendwie mal einen Stein oder was reinwerfen? Jetzt kommt eine Spinne.